Thank you.
eine wichtige Aussage. Es wird die kleine Elena Sophia Wahlberg besucht. Das Mädchen ist 2 Jahre alt. Sie wurde zuletzt in einem Zweifelsleben. Elena trägt einen grünen Pullover, eine schwarze Schleife, einen blauen Hose, graue Anfangsschuhe. Sie bringt dann, und die Haare sind blond und sie muss auch aufgeklappt. Make a noise, Henderson, the announcer. Stay round bars, all I'm missing is a bouncer. Ain't fucking with my camp, my position is a counselor. They say that like a bitch, but don't you dare announce her. Und ein Dieselzug, das passt nicht zusammen. Aber Ingo, komm mal bitte nach, komm, irgendwie passt es doch zusammen. Und auch ihr kommt irgendwie jetzt zusammen. Und mein Kollege Hagen von Ortloff, gestürzt, aber schon auf dem Weg der Besserung, wie ich gehört habe, ist auch noch mit hier. Jetzt nehmen wir euch mal hier ganz kurz die Mikrofone weg. So viele Mikrofone haben wir nämlich gar nicht, wie wir Gäste hier haben. Ja, Ingo, du bist vorhin zu mir gekommen und hast gesagt, du suchst ja immer auch Mitstreiter für die Dampfbahnroute. Und du hast behauptet, die Jungs vom SVT, vom Projekt Ein Zug für Mitteldeutschland, hast du jetzt auch schon auf deine Seite gezogen. Naja, ehrlich gesagt war das unser toller Projektleiter Christian Sacher, der die Gespräche geführt hat. Er ist heute auf einer Hochzeit, deswegen darf ich den Termin wahrnehmen, was ich sehr gerne mache. Zur Information, die Dampfbahnroute ist ein Netzwerk von über 150 Partnern Dampf und Umgebung, wie du es schon gesagt hast. Regelspur komplett auch dabei. Ich muss ganz ehrlich sagen, eine kleine Geschichte aus meiner Jugend. Ich hatte eine Tante in Berlin und ich fuhr jeden Sommer zu ihr in den Urlaub eine Woche. Immer mit dem Zug und immer mit einer 015 vorn. Mein größter Wunsch war, hoffentlich fällt die Dampflok mal aus, dann könnte ich mit dem SVT fahren. Einmal ist es mir gelungen, es war sensationell, aber es ist nicht der Grund, weshalb ihr in der Dampfbahnroute mitmacht, sondern weil wir als Dampfbahnroute Sachsen auch die Verantwortung sehen, dass so ein Projekt für Ostdeutschland, für Sachsen unterstützt wird. Wir sind die größte Werbeplattform im Einzelthema-Bereich in Sachsen und das Fahrzeug passt dort optimal rein, auch wenn es kein Dampf ist. Wir machen einfach Dampf um den SVT. Ich glaube, das passt. Das freut uns. Und das wird jetzt auch noch, wie sich das natürlich in Deutschland gehört, in eine juristisch korrekte schriftliche Form gebracht. Also wir haben einen Kooperationsvertrag mitgebracht. Die werden sozusagen, die Kollegen mit dem SVT werden
Partner der Dampfbahnroute Sachsen. Den wollen wir jetzt unterzeichnen. Aber ich habe natürlich jemanden mitgebracht, den ich überhaupt nicht vorstellen muss. Ein Pate der Dampfbahnroute. Ich glaube, der Hagen will auch nochmal zu dem Thema seine Eindrücke vermitteln. Ja, ich fasse mich kurz, meine Damen und Herren. Der Alfred Zimm, auch einer, ein Urgestein in der Welt der Eisenbahn, hat mal, als er mich interviewt hat, vorgestern gesagt, die Dampfbahnroute würde es ohne den Hagen und seine Sendung Eisenbahnromantik gar nicht geben. Er hat ein bisschen übertrieben, aber wir schreiben uns das auf die Fahnen, dass Eisenbahnromantik die Sendereihe war, die die Schmalspurbahnen in Sachsen und das kulturelle Erbe hier in Sachsen einfach eher erkannt hat und hochgehalten hat als andere, als Politiker oder sonstige Eisenbahnfreunde. Und deswegen fühle ich mich ein bisschen als Pate. Und was den Zug angeht, so habe ich aus DDR-Zeiten noch einen Werbefilm gehabt, der auch mal in Eisenbahnromantik ausgestrahlt wurde. Und ich habe das Desaster erlebt, als der SVT im Westen, dass der leider nicht, der VTL 5 leider nicht komplett renoviert worden ist. Und ich dachte, sowas geht jetzt nicht mehr. Aber jetzt habe ich gehört, dass der SVT hier vielleicht tatsächlich wieder erstehen soll und durch die Lande fährt und vielleicht sogar über grenzüberschreitend fährt. Und da habe ich gedacht, also wenn das wirklich klappt, das würde ich gerne unterstützen mit meinen Möglichkeiten. Und jetzt, deswegen bin ich jetzt hier und wünsche den Kollegen alles Gute, weil ich glaube, wenn wirklich alle zusammenhalten, wenn die Politik mitmacht und wenn man sieht, dass das hier ein wahnsinniges Stück Eisenbahngeschichte ist, ja, wenn das wieder fährt, das wäre großartig. Und deswegen hoffe ich, dass es funktioniert und dass ich dazu beitrage. Und da ist unter anderem, also die Dampflok oder der Zug ist natürlich das Wichtigste und der Blickfang. Aber man hat festgehalten, dass da das Eisenbahnromantik-Kamerateam Aufnahmen macht. Und der Redakteur und Moderator Hagen von Ortloff hält gerade wieder eine seiner vielen Reden. Und das wird umgesetzt von Andreas Stirl, dem Kameramann, und dem damaligen Tonmann Michael Frick. Wir drei wurden ja vor etwa 10 Jahren zu Preiserfiguren gemacht. Und ich habe so das Gefühl, als wenn ich auf der einen oder anderen Anlage stehen würde. Und das ist hier der Fall. Und da sage ich einfach ganz herzlichen Dank, liebe Modellbaufreunde Lohne. Habt ihr toll gemacht. Und jetzt kriegt ihr auch noch, glaube ich, euren verdienten Applaus. Vielen Dank.
eine Fastenarbeit eines Fans. Ich war jetzt gerade mit dem...